Hallöchen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Dieses Video dient in erster Linie nur zur Information für die übernächste Woche bzw. die kommende Woche. Aufgrund technischer Probleme mit meinem 3DS, wie man ja schon sieht, werde ich meinen DS nächste Woche, also ab Montag, dem wievielten eigentlich? Ab Montag, dem 6. November zum Merkel schicken, damit halt die Capture Card repariert wird, beziehungsweise der Anschluss dafür. Denn wir seht ihr gerade, das ist gerade nicht sonderlich gerade die beste Qualität gerade bei mir. Und ich muss auch das Kabel permanent hochhalten, damit überhaupt ein Signal empfangen wird. Da das so nicht weitergehen wird, ich lasse jetzt mal los, um zu zeigen, was dann direkt passiert. Werde ich ja, wie gesagt, meine Capture Card für eine Woche ungefähr wegschicken. So, heißt, ich werde auch keinen DS haben, sondern nur meine USB-Karte, die da drin ist, und mein Spiel. Heißt natürlich, ich kann kein Pokémon streamen, weder auf Twitch noch auf YouTube, was ich ja eigentlich vorhatte. Darum werde ich ab kommende Woche auf Twitch Resident Evil 7 streamen. Ihr werdet dadurch aber nichts verlieren, da ich ja für die kommende Woche schon den Pokémon Mondstream hochgeladen hatte und auch schon gesplittet habe. Und es wird auch noch einen Wi-Fi-Kampf geben, der auch schon hochgeladen ist für die kommende Woche. Und für die nächste Woche, also die Woche danach, wird es sehr wahrscheinlich dann gestückelte Teile des Resident Evil Let's Plays geben, das ich halt notgedrungen auf Twitch bringen muss. Da ja mein Notebook leider nicht mit der Rechenarbeit von meiner Elgato fertig wird und dann das nur zu einem hässlichen Glitch- und Lag-Festival wird, was niemand sehen will. Ich hoffe zumindest, dass es so funktioniert, sodass ich die übernächste Woche wenigstens Content für euch habe, den ich hochladen kann. Mich nervt das auch, da ich das Geld für die Reparatur, die zwischen 45 und 100 Euro teuer sein wird, doch ganz gerne anders investiert hätte. Beispielsweise in Ultrasonne oder auch beispielsweise zum Geld getan hätte für meinen Gaming-PC, damit ich auch mal was anderes außer Pokémon streamen kann. Aber leider ist es mir wohl nicht möglich, heißt, wir werden alle abwarten müssen. Es tut mir auch wirklich leid, ich hatte wirklich vor, zwar über die Woche auf YouTube zu streamen, aber da das jetzt nicht funktioniert, muss es halt so gehen. Falls ihr deswegen disliked und deabonniert, kann ich nichts dran ändern. Aber trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Abend bzw. Nachmittag und ciao.